Hallo zu Sims 4. Im letzten Part waren ja Don und Alana unterwegs. Die waren zusammen im Magnolienblütenpark. Meine Güte, immer dieses Wort. Und eigentlich sollten sie ja da fleißig Blumen oder Pflanzen halt sammeln. Aber es hat nur gereicht für ein Blümchenart. Und zwar hier das Löwenmäulchen. Das lag halt daran, dass die anderen Pflänzlein halt noch nicht so weit waren. Wir tun dann schon mal eine hier raus. Die anderen geben wir mal an Alana weiter. Ja, und dann haben sie halt so einen Tag im Park verbracht. Haben das ein oder andere Gespräch versucht zu führen. Mal hat es geklappt halt, und bei einem Gespräch, da ist Don, wer weiß wie, hinter einer Frau hergetapst, und trotzdem hat er sie nicht erreicht. Und ja, dann sind wir hier nach Hause, weil die so langsam halt ins Bettchen müssten. Und ja, Silas hat hier halt etwas repariert, und den Don schicken wir jetzt erstmal schlafen. Und zum Ende des Parts hin habe ich das kleine Bübchen, den Johnny, älter werden lassen. Und hier steht er. Ups, hier. Und der hat im Moment Hunger. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wenn man halt den Spielstand lädt, dass manchmal die Sims dann beim Laden ganz woanders sind. Zum Ende des Parts hin stand halt Johnny noch hier, und jetzt steht er halt da. Ich habe nicht weitergespielt oder so. Auf jeden Fall, jetzt steht er da und hat schon seinen Essensteller in der Hand. Er hat ja tierischen Kohldampf, dann muss auf Klo, muss schlafen. Ach ja, für ihn müssen wir ja noch ein Bettchen hinstellen. Aber wir haben ja auch das Geld dafür. Ja, und mal sehen, was wir dann jetzt so machen. Und er hat ja auch ein Bestreben gekriegt. Er muss 5 Schachspiele spielen, 3 Stunden von einem Erwachsenen vorlesen lassen. Ja, das kann man ja sehr gut kombinieren, weil Don will 3 Stunden ein Kind was vorlesen und sie auch. Also er hätte 6 Stunden Zeit, um sich was vorlesen zu lassen. Und was Schule? Er muss 2 Fähigkeiten auf Level 4 bringen und Schule gehen energiegeladen. Okay, da muss er also einmal duschen vorher. Ja, gut, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. Ja, geh schlafen, Don. Dein Sohn ist ja jetzt etwas größer. Du brauchst ihm jetzt nicht mehr die Windeln zu wechseln. Ja, ich find's halt ein bisschen schade, dass jetzt, aber man kann's halt, ein bisschen, akzeptieren, dass halt jetzt kein Kleinkindalter dabei ist, sprich, dass man einem Kind Töpfchengehen beibringen, dann auf das Laufen und das Sprechen beibringen, sondern er wächst von Baby direkt zum Grundschulkind heran. Aber naja, man kann es ein bisschen akzeptieren, aber ich finde es nach wie vor halt wirklich schade. So, wie sieht denn es bei euch aus? Oh, geh auf Klo, laber nicht so viel. Und du musst mal hier, ups, hast geplündert. Und das ist auch geplündert. Gut, dann kannst du hier mal aufwischen. Und danach kannst du hier dir ein
Gericht nehmen und du gehst Nickerchen machen. Ach, wir haben ja drei Betten, richtig, hier schlafen ja. Dann kannst du ja wirklich hier, wenn du auf Klo warst, du gehst nämlich erst auf Klo. Und dann kannst du hier schlafen. Dann wird das jetzt sein kleines Reich werden. Ja, dann brauchen wir für ihn kein Bett zu kaufen. Aber was ich kaufen werde, ist Kinderkram. Wo haben wir hier das Einhörnchen? So, dann kriegt er, das ist glaube ich so groß, ne? Ach, hier draußen haben wir genug Platz. Wie teuer ist das? 1500. Dann kriegt er hier so ein, gar nicht auf Objekte. Okay, da sind höchstwahrscheinlich die Fenster im Weg. Da kommt dann keiner mehr durch. Ich würde sagen, ich versuch's mal hier. Ja. Und das tun wir dann mal hier hin. Dann kann er hier draußen mit Puppen spielen. Und dann kann er auch hier unten, würde ich sagen, eine Spielzeugkiste hat er ja schon. Fähigkeiten. Dann kann er, ja, machen wir hier, kann er Gesellschaft seinem Papa leisten. Der Papa kann hier malen, er kann dann da malen. Und so ein, ach so, da gibt es keine andere Farbe, okay. Chemie, Labor, machen wir dann mal hier hin. So ist er auch in der Nähe von seinen Leuten. Und dann stellen wir noch so eine Geige irgendwo hin. Dann kann er die Leute damit nerven. So, dann tun wir das hier dazu. So, okay. Das war, glaube ich, auch erstmal alles, was ich so, ja, erstmal. So, dann könnt ihr weiter. Muss auf Klo, das macht er. Dann hast du, ja, Hausaufgaben machen. Muss er denn, nee, erst in 2 Tagen muss er zur Schule. Gut, dann würden wir das mal gewinnbringend wegwerfen. Das auch. Ja, es ist nicht so tolle. Ich weiß. Ja, gut. Eigentlich müsste ich. Ja, mach's auch. Mach hier. Ja, die Dollen Rührei von Don. Die stundenlang. Oh nö.
Das Klo ist kaputt. Don hat die ja stundenlang gebrutschelt und verpfeffert. So. Kill still Ach, er geht erst schlafen. Torkanu. So, dann müssen wir ja auch mal hier. Torbo, Bemaza, Fubim Skuma. So. Umnate, Unga. In 7 Stunden musst du. Ah, Utuni Grau. Du hast einen Tag. Roga. Zeit. Okay. Oh. Und der muss ja noch Fitness machen. Marble for boy. Ja, dann kann er gleich erstmal reparieren. Und du musst ja auch noch für dein Bestreben noch 2 Leuten deine Muckis zeigen. Ja, Don ist halt nicht der allerbeste, was das Kochen angeht. Aber du kochst ja auch nicht immer besser. Guck, dein Schatz setzt sich nämlich. Stevie. So, dann kannst du hier freundlich mal eben nochmal deine Muckis zeigen. Oder zählt das nicht mehr? Einmal hatte er ihn ja die gezeigt. Oh, Jim Wimsey. Descos? Nee, das zählt nicht. Ipora, the fool. Dann müssen wir also noch andere... Swarspaketsuni. Muss ich gucken. Bratze Skansis. Stumpsy. Der hat bestimmt noch nicht allen aus dem Haushalt seine Muckis gezeigt. Oder läuft gerade hier jemand umher? Wir hatten ja einmal ganz viele den hast du noch nicht. Der stolziert hier auch herum. Keiner zu Hause. Okay, dann halt nicht. So, dann hier Kokett vorstellen. Hongjima. Ich möchte halt jetzt sein Bestreben hier weiter vorantreiben. Im Moment sieht es ja sehr gut aus. Im Moment sind mehr Erwachsene da. Nicht wie das eine Mal, haufenweise Kinder. Freundlich. Nork. Einheizen und Muckis zeigen. Buna, ja. Chips. My bees. Der hey, ihr wollt, ja. Auch. Obu Torfu, Beno. Er ist gemein. Domi a brow, Finibi Jempf. Blingo? Nancy, warte mal. Arben Tof Benor. Bah. Fuiza, Tuki Boo, and Fuiza, Tuki Bah. What? Oh, no. Yekka boo. Neppy Yekka chips. Fasunia. Super Mork. Kriegt der Nachgeschmack. Spin, hey. Sublime. Ja, tschüss. Noch eine. Hier. Kokett vorstellen. Brrrt. Dauert nicht lang. Nur einmal Hallo sagen und dann freundlich. Ach, da kommt wieder deine Dame, die du beglücken wirst. Muss ich auch mal vorantreiben. So, jetzt schlendert der hier einmal, wer weiß wie rum. Walks a slang. Plan-eyed Veruda, Quofi, Dopkipayfin. Luffy Garang, Kitsune, Schmeicheln, Zakini Moth und dann Muskeln zeigen. Guck mal, was wir für Muckis haben. Yay! So.
Dann können wir ihn jetzt mal hier hereinbitten. So, kannst die gehen lassen. Bitte deine zukünftige, ja, wie soll ich sagen? Baby-Lieferantin? Leihmutter? Ach, jetzt könnt die auch rein. Naja. So, mal sehen. Du musst auf jeden Fall, bevor du mich mir hier wieder aus den Latschen kippst. Ach so, sie geht jetzt. Okay. Gut. Verrückt. Du musst... Ja, verheiratet. Müssen wir dann sehen, dass wir... Ich glaube, die zwei werden so im Fitnessstudio heiraten. So, der hockt da oben drin. Der muss eigentlich schlafen. Fitness dann Ausdauerlauf machen. Alana hat Hunger. Ja, da können wir langsam anfangen. Konnte schon mit ihrem Sohn, aber im Moment pennt ja der Jung. Dann macht er ja Hausaufgaben. Alana. Gut. Wann musst du denn... In 2 Stunden. Gut, wenn eine Stunde kommt, dann muss sie sich auch langsam vorbereiten. Na, wie gut bist du denn am Samstag? Ui, das war ein kräftiger Schlag. Aber pass auf den Haken von deinem Gegner auf. Sonst hast du ganz schnell das Ding an deinem Kinn. Ja, Don schläft. So, der macht jetzt Hausaufgaben. Sonst ist okay. Er muss nur halt dann duschen gehen, damit er Energie geladen zur Schule gehen kann. Aber das ja erst in 19 Stunden, also einen Tag später. So, dann können wir aber mal gucken. Dann kann er eine Runde anschließend tanzen. So, wie lange brauchst du? Du noch, ja. Gut. Braucht noch ein bisschen, um sein Fitness zu leveln. Und er stinkt wie ein Sack voller Trolle. Keine Ahnung, wie Trolle riechen, aber die sollen ja stinken wie die Pest. Er ist eine Stinkemietz. Ein Stinkkater. Und was machst du jetzt? Achso, du gehst zur Arbeit. So. Um.
tanzen. Fähigkeiten, gucken wir mal. Kreativität, mental, Motorik und sozial. Sozial wird er höchstwahrscheinlich durch Gespräche machen. Ach so, und auch an Puppenhäusern. Motorik, ich glaube, wenn er auch tanzt. Mental kann er am PC und kreativ, ja, da kann er, ja, er kann auch hier mental. What? Johnny ist düster. Düstere Sims leiden häufig an Traurigkeit, was Auswirkungen auf die Person in ihrem Umgebung haben kann. Oha. Düster. Total traurig. Über düstere Sims hängt ständig eine Wolke. Oh. Armer Jung, bist du traurig? Sieht man dir aber im Moment nicht an, weil du im Moment glücklich bist. Glücklich und traurig zugleich. Und dein Papa sitzt neben dir. Hausaufgaben fertig. Artiger Junge. Alana ist schon wieder zurück. Warum? Jaruk, Oxoy, Whiffle, Frolus. Achso, Kontakte geknüpft. Ja, Don muss pieseln. Silas nimmt aber ein Schaumbad. Jeff and Athi Banahu. Ja, tschüss. Oh. Farlene Yore. Franka. Pres Larkim. Jano Urgi. Orabu Ragnani Bayumi. Sibu Anamop. Bainu Jirabao. Brihe Vilpa. Plu? Ah. Exu. Exu Wibba! Oh, yes. She does! Sure, sure. Tschüss, Christian! Mach's gut! Sani. Nubim, Jiraza. Fumu. Quazaru. Jongi. Jarb. So, Christian ist weg. Können wir dich? Nee. Nee, okay. Keine Ahnung, warum sie schon wieder zurück ist. Ufa. Da ist irgendwas durcheinander. Debishi. Yibaba. Jeffanathi Banahu. Baby Bowes. Pelka. Kithara Gorsoy. Usanad Zarspa. Wixani. Glibankusha. Bifala Ferdoy. No. Und der ist ein wenig... Was? Nicht genug Training? Oh! Willst du dir jetzt, das austreiben? Oh! Oh. Armer Junge! Ist die Welt so gemein? Geht's dir jetzt besser? So, dann beende ich jetzt den Part hier. Wieder ein bisschen länger, aber naja, macht nix. Tja, und im nächsten Part schauen wir mal, was wir dann als nächstes in Angriff nehmen. Ja, okay, kann es kommen. So, okay. Ja, wir gucken, dass wir hier unseren Sprössling
Vielleicht umziehen, also neue Kleidung ihm verpassen, ihn versuchen aufzumuntern, er muss wieder was essen. Und ja, dann werden wir sehen, dass wir auch sein irgendwas halt weiter hochleveln, weil er muss ja für die Schule das machen, damit er besser in der Schule wird. Ja, nehmen wir das mal in Angriff. Was will ich mit Don rumalbern? Okay. Ja, danke, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.